Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XV. Letztes Mal haben wir Fallen entschärft und auch einige andere Sachen gemacht. Das heißt, wir wollen hier mal die Quest abgeben. Thanks for your help. With the traps gone, I can make the delivery as promised. I'll be along to Lestalem soon, but if you're headed that way, please send Veen in my regards. Was ich auch noch machen will, ist, ich will mir unbedingt mit gern diesen Doppelhorn-Jagdauftrag Welcome. Quasi abschließen. Kann die Kohle nämlich brauchen. Ain't that a look of accomplishment? Must have been a trek for you guys. So, und jetzt machen wir den Quest für Dave weiter. Und zwar ist er hier irgendwo. Wo ist er? Da ist er. Ups, dann. Dort gibt es nämlich nicht nur die Erkennungsmarke, sondern es gibt auch, glaube ich, ein oder zwei Schätze zu finden dort. Wie gesagt, theoretisch kann man das auch machen, während man quasi hierher fährt. Aber es bei mir, die Tageszeiten haben sich irgendwie. Haben das irgendwie nicht toll wirken lassen. Also das. Wenn die Tageszeit früh gewesen wäre, hätte ich es auf jeden Fall gemacht, bevor ich hierher gefahren wäre, aber wie gesagt. Was machen wir noch? Genau, dann werden wir die Weave-Quests machen. Ja, und jemand hat gemeint in den Kommentaren, dass er nicht gesehen hätte, dass Weave auch irgendwie wie Jon Snow aussieht. Ich finde schon, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau. Also nicht wirklich extrem von der Körperform her, aber zumindest vom Gesicht her hätte ich schon Ignis, pull over a sec. Gesagt, dass sich die Certainly. Etwas ähnlich schauen. It should be a nice change of pace. So, da gibt es jetzt noch bei der Anzeigetafel hier irgendwo was zu holen. Und ich bin vorher auch an einem Schatz vorbeigefahren. Ich werde nicht mehr alle Schätze aufsammeln, weil das ziemlich lange dauert. Und die meisten die Zeit nicht wert sind, sie aufzusammeln. Am Anfang, speziell in Leide, macht es schon auch Sinn, weil man da noch nicht so viel Geld hat. Hey Nacht, are you sure it's a good idea to take him head on? Okay, I'll swoop in from behind instead. Ah, good idea. I'll just follow your lead. Don't let me down. So, und da werden wir. Die sind eh gegen Eis anfällig, das heißt. So. Wir versuchen halt einen Überraschungsangriff zu machen, versprechen kann ich nichts. Let's clean him up quick. Well, here we are. Say your prayers. Hell yeah. Ja. Wir haben es geschafft. Autsch. Oh, was ist da los? Ah, okay. Die sind so schnell, dass es wahrscheinlich sogar besser wäre, hier mit Dolchen anzugreifen. Ignis! Don't be late. It's time. Try this! Aber das Gute ist an den Blockangriffen, dass sie so viel Schaden machen, dass die Conkeys mit einem Schlag quasi weg sind. Ja, wenn man richtig blockt natürlich. Yes. Manchmal ist es wirklich schwierig gegen diese schnellen Gegner. Und falls euch noch nicht aufgefallen ist, das spawnen immer neue. Also das ist so ein typischer. Das ist nur wegen dem Quest hier. Die Gegner sind nur da, wenn der Quest aktiv ist. Und dann sind am Anfang, glaube ich, 5 oder 6 hier. Aber es spawnen dann immer neue. Das heißt, man muss doch, glaube ich, insgesamt 10 oder so besiegen. Oder mehr sogar. Yep.
That was nothing! This one's just for you! Feisty little devils! Hat nicht funktioniert. Stay down. Wenn wir mal der Dämmerbrecher ist hier wahrscheinlich nicht so toll, weil die so schnell sind und so wenig aushalten, dass der Dämmerbrecher nicht wirklich extrem gut ist für diese Begegnung hier. Und bevor wir uns die Erkennungsmarke holen, etwas Muskat aufsammeln. Go back where? To our hotel room? Not gonna happen. Das Interessante an dieser Erkennungsmarke hier ist, dass sie etwas versteckt ist, und zwar hinter diesem riesengroßen Stein hier. Etwas abseits. Und zwar hier. Gerade noch im Kreis drinnen, also. Alright, another tag in the bag. Und wir können noch. Das ist etwas, was ich vor in den ersten paar Folgen schon gemeint habe. Ich kann mich hier jetzt noch nicht zur Regale zurückportieren. Ich probiere mal kurz auf die Straße zu gehen und es dann zu machen. Aber wenn man quasi direkt auf die Regale zugehen würde, durch dieses Dickicht, dann geht es nämlich quasi nie, und auch hier jetzt. Ich weiß nicht genau, warum es manchmal funktioniert und manchmal gar nicht. Also, es ist nicht wirklich sehr konsistent, muss ich sagen. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir werden die Reef-Quests machen. Wo ist denn unser Hurley? Da ist er schon. Das heißt, wir fahren automatisches Aufgabenziel. Können wir da nicht etwas schneller? Ja, wir können hierher. Hierher warpen und dann können wir den Rest fahren. Geht etwas schneller. Ja, genau, ich könnte noch etwas. Wo ist denn das? Strategie. Taking a walk on the wild side? Nothing like nature in the middle of nowhere. Ja, und wir müssen für den Auftrag für Weave natürlich zwei Fotos schießen. Der erste ist von Norden in diese Schlucht hinein. Und der zweite ist vom Süden in die Schlucht hinein. Vom Süden nach Norden in die Schlucht hinein. Alright. Ich suche gerade verzweifelt diese. Hier ist es. Ah ja, genau. Und zwar. Zu diesen Aufrufungssammeln, von denen wir momentan Ramo und Titan haben. Es kommen später noch mehr dazu. Aber bei Titan ist es so, dass die Chance, Titan zu beschwören, steigt. Je mehr Gefährten kampfunfähig sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das hat nichts mit Noctis-Status zu tun, sondern nur mit Prompto, Ignis und Gladius-Status. Und das Interessante ist auch, Titan kommt nicht überall. Das heißt, es gibt Ramu kann quasi überall kommen. Egal, ob draußen oder drinnen oder so. Titan kann nur draußen kommen und auch nicht überall, sondern nur quasi in der Nähe von großen Bergen, so da beim Meteorkrater zum Beispiel, bei diesem großen Berg da hinten und auch in Leide bei den weiten offenen Flächen. Ups. Dort kann Titan überall kommen. Und bei Ramo ist es so, je länger ein Kampf dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ramo kommt. Das heißt, dort hat es nicht wirklich etwas damit zu tun, ob Noctis kampfunfähig ist oder nicht, sondern hauptsächlich damit, wie lange der Kampf jetzt schon wirklich dauert. Deswegen ist Ramo auch der, den man wahrscheinlich am öftesten sieht. Erstens einmal, er kann überall auftauchen, man bekommt ihn relativ früh und zusätzlich gibt es keinen besonderen Zustand, den man herbeiführen muss, damit dass Ramo einem helfen kommt. Stamina verbraucht, okay. Also Ausdauer verbraucht. So, und um das Foto zu schießen, gehen wir hier diesen Turm auf. Thanks for the ride. Ah, thanks, buddy. So. Braucht man die Kamera nicht mit drin hier? Ready or not? Sehr gut. Hey. So kann man Fallschaden verhindern übrigens. Und wir wollen zurück zur Regale, weil wir können nicht mit dem Chocobo hier an der Rückseite der Basis entlanglaufen nach Süden, dorthin, wo wir fürs zweite Foto müssen, sondern wir müssen quasi über die Straße. Es gibt keinen Weg außer der Straße hier. Oh. What's the forecast?
Moment. Clear skies with the temperature rising. Ah ja, FNE. Nice. Okay. Dann landet wieder ein Stoßtrupp der Imperialen und wir... Und tschüss, ich muss weg. Wir kommen zu der Basis, kommen wir später noch, also... Die wird uns auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall einen Besuch abstatten hier. Genau, was ich auch anfangen werde ist, ich glaube nach der nächsten Story-Sequenz werden wir anfangen, diese Dungeons zu machen. Ich habe schon versucht, den ersten, den leichtesten Dungeon zu machen, wo wir dann eine weitere Königswaffe bekommen. Der auch natürlich, das ist alles total optional, also muss man nicht machen, aber ist nicht schlecht auf jeden Fall. Und der Dungeon ist ziemlich einfach bis auf den Endgegner. Und ich habe da einige Phönixfedern und Elixiere verbraucht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sogar auszahlen würde. Also das Problem ist, als Endgegner in diesem Dungeon würde ein Ronin kommen. Und zwar ein stärkerer, als wir schon in der Eishöhle gesehen haben. Noch mehr HP, noch mehr Schaden und ist nicht so toll. Aber mit genügend Phönixfedern und genügend Elixieren sollte es machbar sein. Und nicht nur bekommen wir da eine super tolle Königswaffe dafür, sondern es ist auch relativ viele Erfahrungspunkte drin für uns. Und wenn wir dann einige Jagdaufträge noch lösen, haben wir eigentlich genug Geld, dass wir uns die Elixiere leisten können und die Phönixfedern. Insofern steht eigentlich nichts im Wege, dass wir das dann bald angehen, also. So, hier von der Brücke aus können wir das Talepa-Tal von der Südseite aus fotografieren. Where do we go from here? So, und zwar hier. Let me get this shot. Well, let's go and report in. So, bevor wir allerdings nach Lestal umgehen, habe ich noch etwas anderes vor. Und zwar haben wir noch den Omnibus Interruptus hier zu lösen. Und ich glaube, ich kann da... Ja, wir fahren hierher zuerst mal. Also, wir teleportieren uns hierher und fahren dann dorthin. Dann gehen wir schon schlafen? Warum gehen wir schon schlafen? Ich habe nämlich hier die Route, die ich mir aufgezeichnet habe, hat auch ungefähr schon die... Ah ja, es ist schon 16 Uhr, okay. Stimmt doch wirklich, was ich mir aufgeschrieben habe. Oh, nein. Da wollen wir her. Everything in order. Yep. Die zwei Quests, Alright. Die ich jetzt mache, und zwar Omnibus Interruptus und den nächsten Quest für Dino, die sind ohne Chocobo quasi unmöglich. Also, sie sind nicht unmöglich, aber total nervig. Das heißt, wenn ihr noch keinen Chocobo habt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil was habt ihr dann in der Sequenz gemacht, wo ihr kein Auto habt? Wenn ihr noch keinen Chocobo habt, dann unbedingt jetzt machen. Also, es wird nur mehr schlimmer später dann. Und Chocobos haben so extrem viele Vorteile, dass es sich nicht auszahlt, die Quest nicht zu machen. Und sie auch nicht zu mieten, weil sie kosten nicht genug, dass sie ihre Vorteile nicht aufwiegen würden. Also hier sehen wir ja gleich die Lagerstätte, wo wir uns dann bald niederlassen werden. Und ich schau mal kurz, ich glaube, ich habe die Magie eh verbraucht, oder? Also fast alle meine Magie, dass ich da aufsagen kann. Ja. Da springen wir runter. Und sammeln mal Blitz auf. Und ich überlege mir schon, ob ich nicht hier bei der Lagerstätte ein Essen zubereiten soll, das mir Bonus Erfahrungspunkte gibt. Weil wir werden jetzt relativ viele, also bald relativ viele Quests abgeben. Und dann auch vielleicht in Galinkai wieder übernachten, nur um das irgendwie zu maximieren hier. So, und den können wir nicht aufsammeln, denn der wird von Sahagins bewacht hier. Die kennen wir auch schon aus den früheren Final Fantasy Teilen. Hier den Eisspeer, ja. Eisspeer ist gut. Prompto! Thought you'd never ask! Get it! I think I could handle this all by myself. See ya! That's rules! No big deal. Also die Speere haben schon sehr tolle Angriffssequenzen und Angriffsanimationen, muss ich schon sagen. Beeindruckt mich immer wieder.
So, und wie komme ich jetzt hier rauf am schnellsten? Ah ja, hier. Genau. Da werden wir übernachten. Habe ich mir noch irgendwas... Ja, nein. Shall we camp here? Ja, wir werden hier campen. Wir könnten trainieren, will ich aber noch nicht, weil die nächste Trainingsstufe ist ab Level 35. Und wir sind jetzt 34 und ich würde die erst gerne machen, wenn wir ungefähr 40 sind oder so. So, wir zetten. Let's call it a day. Alright. I'm gonna pitch the tent. Und wir schauen, ob wir irgendwas haben, womit wir Bonus-Erfahrungspunkte haben können. Hier nicht. Ach, kritische Trefferrate plus 30%, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Der ist auch ganz gut, also Angriffskraft 100 und Magie plus 100 ist super toll. Schützt zur Gift, auch nicht schlecht. Schützt zur Frosch. Ah, wir haben leider nichts, wo wir... Ja, schützt zur Gift. Wo wir... Ah, das ist auch sehr gut, also das Reis mit Geflügel und Ei... Falls ihr es nicht mitbekommen habt, das kann man lernen, indem man in Lestalum zu dieser Aussichtsplattform geht und dort untertags ist eine Frau auf einer Bank dort dieses Reis mit Geflügel und Ei und Ignis notiert sich das dann. Und das ist deswegen gut. Erstens einmal Erfahrungsgewinn plus 30 und Fundrate plus 50 heißt, dass wenn Gegenstände zum Beispiel nur 10% von gewissen Gegnern droppen, dann würde das die Fundrate auf 15% erhöhen oder von 50 auf 75% zum Beispiel. Und das ist speziell beim Herstellen der Ultima-Waffe gar nicht so schlecht. Also das würden auf jeden Fall die Kuckertriskeule würden wir uns auf jeden Fall besorgen und dann auf jeden Fall das Gericht einmal kochen. Aber nachdem es hier nichts Tolles gibt, was wir mit Erfahrungspunkten machen können, vor allem deswegen auch nicht, weil das Fitnessbrot... Ich könnte den Giga-Schinken in der Regalia kaufen, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Wir kochen einfach mal den Pionierspieß. Deswegen, weil wir ihn noch gar nicht gekocht haben. Und wir wollen ja unsere Diät variieren, sagen wir so. Sehr gut. So, wir hätten natürlich auch auf den Tag warten können. Ist nicht so tragisch. Das ist übrigens der Prompterfilter, glaube ich. Alles sehr bunt und so. Okay. Okay. Prompter war wohl etwas betrunken. This one's pretty good. I know. I dig it too. Ein schlechter Tag für Prompter, muss ich sagen. So. Wir holen uns auf jeden Fall... Chocobo ist schon da. Time to go. Alright. Right behind you. Und dann... Der Grund, warum wir das hier machen, ist... am Ufer des Flusses hier sind relativ viele Saragins unterwegs. Und in den... Da sind wir schon wieder die Nächsten hier. Die wollen wir natürlich nicht bekämpfen, weil das ist einfach nur nervig und langweilig. Und in den Wäldern sind sehr oft so Bienen unterwegs. Auch hier wieder der Hinweis... Wenn ihr die Lufttänzerfähigkeit noch nicht gelernt habt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Speziell auch bei diesem Omnibus Interruptus Quest. Hier bewachen nämlich Bienen. Hey, you think that's the delivery van? Nice riding with you. Ja, hier die Bienen fliegen natürlich alle und da ist es sehr gut, wenn man. Wenn man die Lufttänzerfähigkeiten schon gelernt hat. Autsch. Das Problem ist, dass hier relativ viel. Dass hier relativ viel Vegetation schon wieder ist. Ich kann nicht mal zum Punktwarp gehen. Ach, das ist ein Wahnsinn. Sehr gut. Und dass man deswegen die Kamera irgendwie unter Kontrolle bringen müsste. Hier haben wir die Lieferkiste für den Händler. Aber damit noch nicht genug. Wir wollen auch für Dino hier wieder
Edelsteine aufsammeln. Wo ist er? Da ist er. Die sind nämlich noch weiter hinten versteckt. Das Interessante an dem Chocobo ist, dass wenn man absitzt und Kämpfe macht, dann entfernt sich der Chocobo nicht oft nicht sehr weit von der Gruppe. Er läuft zwar etwas weg, aber dann bleibt er stehen. Und wenn man ihn dann mit der Pfeife wiederholen will, dann ist es nicht so, dass er gleich direkt spawnt und zu einem herläuft, sondern dass er von dort wegläuft, wo er jetzt gerade steht. Also es kann sein, dass es da etwas länger dauert, bis er kommt. Aber meistens ist das nicht wirklich der Rede wert. So, und hier, das Problem ist auch hier bei Dino's Quest, der Rosa 4 ist ganz genau in der Ecke versteckt, hier hinten, da hinten, der Stein mit den roten, in der Mitte des Bildes, der Stein mit den roten Einkerbungen. Was wir auch mal wieder machen können, ist das hier. No mercy. That's crossing the line. Sorry. Nachdem unser Limit schon aufgeladen ist, können wir es ruhig auch verwenden. Also, es verringert die Zeit, die wir uns mit diesen Sachen hier beschäftigen müssen. So, da ist der Rosa 4 für Dino. Wir gehen zurück zur Regalia. Und dann muss ich meinen Schummelzettel befragen. Nach Stallung Quests, nach Hurling King Quests. Okay. Also wir geben jetzt quasi nur mehr die Quests ab. Nein, nicht mal neu fahren. Nein. Ich will automatisch fahren. Wozu habe ich einen Chauffeur? Und zwar hier. So. Vor allem auch deswegen, um die Teleport-Eigenschaft zu verwenden. So. Genau, wir müssen uns noch, übrigens in Let's Island noch zwei Sachen kaufen. Und zwar, falls ihr nichts habt, solltet ihr unbedingt Riechsalz und Gegengift kaufen. Riechsalz beseitigt den Zauber, den Zustand Konfus. Und Gegengift beseitigt natürlich den Zustand Gift. Und die beiden Sachen wollen wir auf jeden Fall hier auch kaufen jetzt dann gleich. Weil wir werden bald Bekanntschaft machen mit Gegnern, die sowohl Gift als auch Konfus austeilen. Welcome back, friend. So, kaufen. Also Riechsalz. Gegengift können wir in der. Nehmen wir mal 15 insgesamt, das müsste reichen. Take care now. Ich gehe zum Waffenhändler auch noch. Ich glaube, der hat nämlich auch Accessoires, die gegen Konfus schützen können. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Aber dazu kommen wir gleich. Irgendwie ist die Musik hier gerade extrem leise. Oder kommt mir das noch so vor? Okay. Also hier geben wir nach der Reihe die Quests bei den Händlern ab. Is this the cargo you're expecting? Wow, great work finding this. Couldn't have come sooner. Was about to run out of stock. But I can keep things running thanks to you. ...2000 XP für den Quest ist gar nicht so schlecht eigentlich. Und ich glaube, wir können dann gleich den nächsten anfangen, ja. Oh, hey there, brother. Hey. Guess what? We got another van that's a no-show. If you run into it, would you grab the cargo for me? Natürlich. Zwar nicht vor der nächsten Story-Sequenz, aber auf jeden Fall danach. Thanks for clearing things up. We've been in contact with the Hunter again. With the deal secure, we can keep selling quality goods at reasonable prices. We couldn't have done it without you. Yeah, no sweat. By the way, new stock just came in, so take a look. You won't find cheaper. Okay. Excuse my grandson. The word precocious was invented for him. Yeah, okay. Wir bekommen hier natürlich Rabatt, aber das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Sondern es geht hauptsächlich um die Erfahrungspunkte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da noch einen Quest gibt. Ich glaube momentan nicht, also. Well, go on, take your time.
Das brauchen wir allerdings nicht. Eine Styling-Creme. Okay. Okay. Ja. Na dann. Okay. Come back again. Also die Sachen werden wir jetzt mal noch nicht kaufen. Are you sure you weren't like that kid, Iggy? Very. Well, can't be too different. Much obliged, boys. Ah, doesn't get fresher than this. Say, this is your harvest. Should try it. Maybe some other time. Come now, don't be shy. Thanks to you, we can offer our veggies at special prices. Take your time and let me know if you need help. Wie heißt du schön, jedes Böhnchen ein Tönchen. You have to go far to find veggies this fresh. Mmm, gotta be tasty. Why not give it a try? Don't feel like it right now. Like you ever feel like it. Hey there, you boys still hunting up a storm? Say, if you have time, there's more harvesting that wants doing. Head over to the farm if you're up for it. Natürlich, aber wie gesagt, auch dieses Mal, auch hier, nicht vor der nächsten Story-Sequenz, sondern erst danach. So, wir wollen zum Waffenhändler gehen. Der hat auch noch einen Auftrag für uns, oder da können wir noch einen Auftrag abgeben. Und wir schauen uns auch noch die Waffen an, die er hat. Also nicht nur die Waffen, sondern auch vor allem die Accessoires. So, wo sind wir hier? Genau. Dann fahren wir eigentlich direkt nach Galinkai und übergeben Diener den Ruhmstein und werden uns das wahrscheinlich aufs Ohr hauen. I got the thing you wanted. Here. Oh, you remembered. Great. Now we'll be able to ramp up our production. Thanks heaps. Hope we can rely on you again. Auch hier gibt's Rabatt jetzt dann. Und dann gibt's die nächste Aufgabe natürlich. Hey, you. Hey, got another favor to ask whenever you can manage. Thanks in advance. Und das ist der Quest, wo man auch das Item bekommt, wo die Ultima-Waffe quasi droppen kann, wo man die Ultima-Waffe herstellen kann. Schauen wir mal kurz, ob wir hier was haben. Das brauchen wir nicht. Kraftstein. Das ist alles Sachen, die wir nicht brauchen können. Und dann haben wir alles. Wir können eigentlich sogar einen Assassinendolch verkaufen. Wenn ich finde. Oh, da haben wir einen, können wir verkaufen. Pleasure doing. Hey, come again. Okay. Zurück zu Regalia. Und dann auf nach Galinkai. Zu Dino. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch Gegengift kaufen. Weil wir das bald brauchen werden. Also theoretisch, weil wir es sowieso in der Regalia kaufen können, ist es nicht so dringend. Aber besser vorbereitet zu sein als nicht. Also ich habe auch das Spiel auf der PS4 wieder mal angeworfen. Und der riesengroße Unterschied zwischen den beiden Versionen ist natürlich, dass die Ladezeiten auf der PS4 unglaublich viel länger sind. Und das hat mich damals auch etwas gestört, also. Kaufen. Ah, wir haben eh noch genug davon. Kaufen wir uns einige Goldnadeln hier. Sehr gut. Phoenixfedern brauchen wir nicht. Heiltränke kaufen wir noch zwei. Also ab jetzt werde ich versuchen, immer 50 Heiltränke mitzuhaben. Weil das... Und natürlich wollen wir unsere Chocobos weiterkaufen. Weiter mieten eigentlich. Chocobo-Rennen werde ich auch wieder machen. Nur die Frage, ob ich mache es wahrscheinlich nach der nächsten Story-Sequenz. Also wenn wir dann im Endeffekt in Cap Kaim angekommen sind. Welcome to Golden Key.
Ja, und ein weiterer Unterschied zur PS4-Version ist natürlich, dass die Framerate, zumindest auf meiner PC, auf der PC-Version deutlich besser ist. Hier können wir noch eine Quest annehmen, habe ich ganz vergessen. My favorite hunters. You couldn't have come at a better time. You need something? Indeed. And this time my request is as a purveyor of food, not info. I need an ingredient from Tenebrae. Tenebrae? It's for a new confection I'm adding to our menu. I had actually planned to do so a while ago, in honor of your marriage to Lady Lunafreya. But with all that's happened, I held off on it. I see. The ingredient's quite rare in Lucis, but I'm hopeful that you can track it down. Ja, und die Ulvatbeeren, die müssen, ich glaube zumindest, wir müssen die nicht in Tenebrae kaufen, sondern man kann sich auch hier irgendwo finden, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher wo, also ich muss jetzt nachschauen, wo das genau ist. Ich glaube, man kann sie in Lestalum kaufen, aber... Oh, this stuff's beautiful, and not a scratch on it. Oh, what about you guys? Thanks for your concern. Relax. I know you'd be fine. All thanks to my handiwork. You held up your end of the bargain, so I'll hold up mine. I'm proud to present you with one of my pieces. I think you'll find it to your liking. If you want more, stop by again. Und das sind jetzt insgesamt knapp 10.000 XP. Ist schon ganz gut. Ich glaube, da zahlt sich's aus, dass wir in Guardian Kai übernachten. Ah, you guessed it. Stone Search. Just the old telepathy. Yeah, well, read my mind all you like, but I don't got a lot to share. None of my associates have much luck looking into the place, so if you can't do it, just forget about it. Und diesen Rohrubin können wir... Also der ist auf einer... Oder der ist wo versteckt. Schauen wir mal kurz, ob ich das herzeigen kann. Wo ist er? Wo ist er? Der ist wo versteckt, wo wir noch nicht hin können, weil dort abgesperrt ist. Genauso wie der Quest für Sydney. Ist auch etwas, was wir nicht machen können jetzt, weil wir dort noch gar nicht hin können. Das heißt, wir sind jetzt schon so weit. Oh, ich habe den Weave-Quest vergessen abzugeben. Ah, ich mache das noch schnell. Weil das gibt uns relativ viele Erfahrungspunkte. Good. Und die will ich natürlich mitnehmen, während wir in Guardian Kai übernachten. Das heißt, wir machen hier Karte. Gott sei Dank gibt es die Schnellreisefunktion, sonst wäre das alles unmöglich. Also das ist der... Ich vergesse nämlich immer einen. Entweder vergesse ich Weave oder ich vergesse den Waffenhändler-Quest abzugeben und irgendwie schaffe ich das nicht. Das sind einfach zu viele Quests abzugeben hier in Lestalum. Aber nur damit ihr das nicht vergesst. Weil der nächste Quest für Weave ist eigentlich... Ist der schon am Vulkan oben? Ich weiß es gar nicht. Entweder dieser oder der nächste, dann müssen wir sowieso zum Vulkan und dann... Es dauert noch einige Zeit, bis wir dorthin kommen. Aber wir wollen auf jeden Fall die Erfahrungspunkte und vor allem das Geld haben von Weave. Er zahlt uns also, glaube ich, 10.000 oder 12.000 für das jetzt. Was schon ganz ordentlich ist. Dafür würde ich auch Fotos machen. So, how'd it go? Did you get some good shots? How about these? Genau. Die werden wir. Ich finde die eigentlich gar nicht so toll, also. Ich speichere die gar nicht. Yeah. Nice. Real nice. I should be good now. It's all gonna work out. You see, I sort of shoved this feature down their throats and now I'm on the hook for it. A couple of sloppy shots and I'd never hear the end of it. So what are you? The editor or something? Editor? I'm the president. Huh? President and CEO, Meteor Publishing Incorporated. What? Surprised? Totally. Guess I don't act too presidential. Anyway, now you know who I am. Let's keep working together, okay? Genau. Dann schauen wir uns doch den nächsten Quest an. 10.000 Gil. Das ist nämlich genau das, was wir in Guardian Kai überzahlen. Interested? Yeah, sure. I'm still working on that feature about the old legends.
This time, I need a photo of the royal tomb that lies in the Fall Grove. Why do you need that? Come on, you know why. There's a close link between the legends and the Lucian royal family. There's danger in them woods. You up for it? Sure. I was hoping you'd say that. Try to get a picture of the nearby gate as well. It's a good example of classic Lucian design and architecture. Genau, also der nächste Auftrag ist, zwei Fotos von dem Königsgrab zu machen. Und das Interessante an diesem Königsgrab ist, dass es von Anfang an zugänglich ist, also ab Kapitel 3. Ja, das ist sehr gut. Der automatische Fahrmodus ist nur noch nachts verfügbar. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann brauchen können. The roads are perilous at night. Let us wait for morning. Und zwar genau jetzt. Peril is our middle name then, eh? Don't say I didn't warn you. Ich glaube, das gab's im Original Release auch noch nicht, dass man in der Nacht das automatische Fahren verwenden konnte. Was natürlich auch, also die ganzen, sie haben einige Komfortfunktionen eingebaut, sowie dass man bis zu 10 Jagdaufträge annehmen kann gleichzeitig, dass man in der Nacht eben den automatischen Fahrmodus verwenden kann und noch ein paar andere Sachen, die meiner Meinung nach schon dringend notwendig waren. Also ist, speziell mit den langen Ladezeiten auf der PS4 hat das Spiel schon einiges an Zeit gebraucht, die nicht notwendig wäre, sagen wir mal so. So, wenn wir schon da sind, können wir gleich mal tanken. Damit wir nicht irgendwo stranden hier. Und dann übernachten wir in Galinkai. Nur um unsere Erfahrungspunkte zu maximieren. Und dann gehen wir wieder zurück nach Lestalum und schauen, was Iris so mit uns anstellen will. Zwar nicht mehr in der Folge, aber auf jeden Fall nächste Folge dann. Welcome to Golden Key. So. Will you be staying the night with us? Ja, und dieses, dass ich hier nur 5000 zahle. Wie gesagt, das ist ein Pre-Order-Bonus, oder das war ein Pre-Order-Bonus auf der PS4 und ist jetzt aber automatisch in der Royal Edition mit dabei. Das heißt, man kann das auch gar nicht abschalten irgendwie. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden dazu. Müsste man wahrscheinlich auf einen Mod warten auf PC, dann geht's auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt. It could crash right here. Theoretisch solltet ihr sowieso genug Geld haben. Ja, ist cool. Okay, wir sind jetzt fertig mit den ganzen Sidequests, die ich erledigen wollte. Wir könnten noch einige andere machen. Es gibt noch einiges, was wir noch nicht mal angerissen haben. Aber macht nicht wirklich Sinn, das jetzt noch zu machen. Also, ich würde gerne die Story weitermachen, weil das auch interessant ist. Und zwar müssen wir dazu nach Lestalum und mit Iris reden. Und die wird uns wahrscheinlich dann... Wir haben nämlich vor, nach Altissia zu fahren, immer noch, falls ihr es vergessen habt. Und dazu brauchen wir ein Boot. Und Boote gibt es natürlich nur dort, wo Hafen sind. Und um zu dem Hafen zu kommen, müssen wir erst einmal hinfahren. Und das ist das, was Iris mit uns nächstes Mal machen wird. Aber nicht ohne einige Ablenkungen vorher. So, und bevor wir, also wir gehen jetzt noch kurz zu Iris. Wir gehen Richtung Hotel rauf, aber nicht mehr ins Hotel rein dann. Was ich vorher noch machen will, ist Fertigkeiten. Und ich will noch kurz hier Lebenspunkte erhöhen. Das ist
Das Doppelte der jeweiligen Stufe, das wären jetzt insgesamt 60, aber es gibt auch hier das Fünffache der jeweiligen Stufe, kostet 99 Fertigkeitspunkte, ist nicht so teuer, würde ich sagen, und zahlt sich auf jeden Fall aus. Das heißt, wir haben jetzt, wir sind ungefähr Level 35, das Fünffache sind knapp viel zu viel. 355, ungefähr 150 circa, 170 Lebenspunkte, was schon ungefähr das gleiche ist. Aber wir wollen ja nicht da unsere Ausrüstung ordentlich machen. Wir lassen hier den Sternenanhänger und bei Noctis wahrscheinlich auch, aber hier werden wir ein Knöchelband anlegen. Wie viel hat der? 40, 60. Also der Sternenanhänger macht schon Sinn. Haben wir nicht irgendwas, was uns gegen Konfus schützt schon? Nein. Nope, leider nicht. Also schade. Das wäre nämlich toll. Ich glaube, wir sammeln dann etwas ein, relativ bald, was uns gegen Konfus schützen kann. Aber noch nicht jetzt. Okay, also auf zum Hotel, wo wir nächstes Mal dann Iris treffen bei Let's Play Final Fantasy XV. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!